Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu The Order 1886. Die Grafik. Alter Verwalter. Ist schon krass gemacht. Klar, wieder typisches The Evil Within. Balken oben, Balken unten, aber naja. Ist ja auch egal. Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nikola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Und was macht das Sekundärgeschütz? Ich kann das einfach so hin und her drehen. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Jala hat Ende. Was haben die für eine Technik 1800 gehabt? Ja, dieses Steam-Zeug. Jedenfalls, weil ich musste im ersten Part ein bisschen grinsen, weil da mit seinen klang wie so ein Porno. Schwulen Porno. Ich hab keine Ahnung, ob das so klingt, aber... Ist so ein leichter Grisselfilm drauf, kann das sein? Ja. So ein bisschen, sieht ein bisschen alt aus. Gefällt mir aber. Gefällt mir sehr. Also der erste Eindruck ist wirklich sehr geil. Generell auch von der PlayStation 4. Alter, ich habe mir schon überlegt, GTA 5 zu stornieren auf dem PC und das für die PlayStation 3, 4 zu holen. 3, hä? Aber nee, lasse ich dann doch. Alter Verwalter. Na ja, gut, ich müsste ja die Grafik gewöhnt sein. Metal Gear, ne? Aha. Aha. Kann ich hier irgendwo lang? Muss man. Gibt's irgendwas zu suchen? Ich weiß es ja nicht. Nee. Wie war denn? Keine Ahnung mehr. Okay, wir sollten vielleicht ja nicht entlang rennen. Morgen. Du kannst morgen sagen. Arschloch. Was ist das denn? Ja, doch. Ist alles Englisch, kann ich nicht lesen. Also kann ich schon lesen, aber... Muss ich jetzt nicht lesen. Was sind das hier? Mon amour. Was liegt jetzt hier wieder? Oh. Okay. Ist schon geil gemacht, dass man halt solche... Ja, es hat ja nichts mit Zwischensequenz zu tun, aber trotzdem, dass die das mal eingebaut haben, dass man einfach so ein bisschen gucken kann hier so, die Bilder so, ullalio. Cool gemacht. Gefällt mir. Guten Tag, Sir. Jetzt sag ich wieder nicht morgen. Was ist das für eine Sippe hier? Naja, egal. Weg hier. Oh, du machst das schön. Was ist das denn? Du Öpeler. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Na gut, dann eben nicht. Gut, dann schaue ich mir mal hier so um. Vielleicht ist ja hier irgendetwas. Nö, das sieht nicht so aus. Ich halt nicht erkunden, dann laufe ich halt weiter. Ist okay, ist okay. Hab ja sonst nichts Besseres zu tun. Ich gehe runter auf die Straße.
tust du das? Oh. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Entschuldigung. 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 Ah, sorry. Ja, hier ist nichts mehr. Herüber zu springen. Was? Bin ich hier bei Dying Light? Das ist ja auch nichts Besseres zu tun, ey. Hallo? Nein, okay. Na gut. Was muss ich eigentlich suchen? Was muss ich machen? Ach ja, genau, mit dieser Ukraine. Hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Okay. Ja, das ist... Ich könnte mir schon was denken. Was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... Nun, typisch. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Warum? Der Ring der Nebelungen, okay. Jedenfalls... Warum kann ich die Rückseite hier anschauen, wo nichts drauf ist? Ist doch verarscht, ist das doch. Aber gut, als normaler Mensch schaust du ja auch auf die Rückseite, ob da was drauf ist. Und dann merkst du, oh, ist gar nichts drauf. Hm. Gut, hier geht's nicht lang. Alter, das ist ja... Was ist das denn für eine Grafik, sag mal? Ganz ehrlich, wenn... die Division genauso aussieht. Alter. Dann gute Nacht. Okay, die haben nichts zu sagen. Geh ich halt wieder. Hm. Funkgeräte aber... Naja, ist auch egal. Ich bin jetzt schon 7 Minuten unterwegs und es ist noch nichts passiert. Aber gut, das muss auch vielleicht nicht sein. Muss ich ja hier ein bisschen umschauen. Jo, ist okay. Jojo. Hast mir auch nichts zu sagen. Wo ist er? Galahad. Oh. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren, und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy. Würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen Amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Egrain, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Okay. Alter, ich bin fasziniert von dieser verdammten Grafik. Was rennt die denn vor? Ich hab doch Zeit, Mensch. Ich hab doch auch irgendwo ein Outfit eigentlich. Neues, aber. Tja, wo drücke ich denn da jetzt hier drauf? Wo drücke ich denn jetzt hier drauf? Ah, das Touchpad kann man auch andrücken, okay. Wusste ich gar nicht, immer hier irgendwo was? Ah! Sorry, ich bin erst noch neu, ne? Was ist das? Ach, hier ist das. Es geschah in den Tagen des Uta Pendragon, als er König von ganz England war und allda regierte... Langweilig. Waffenkammer. Ah. Vom Kontrollpunkt neu starten. Na, das machen wir vielleicht mal im nächsten Part. Ja, da schauen wir uns das mal an.
Vielleicht geht das noch nicht, ich weiß es ja nicht. Wir schauen uns das später mal an. Hey, wo ist die hin? Ah, okay. Okay, ich soll ja vielleicht wirklich rennen. Sobald wir drin sind, lasst niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien Company will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Na, ganz große Klasse. Komm also doch ein bisschen Action ran. Jetzt nimm doch auch mal die Waffe in der Hand. Wie geht das denn? Wir sind doch schon da. Hey. Wir sind doch da. Ich wäre froh, wenn er sich mal endlich die Waffe schnappen würde. Aber das macht er nicht. Oder ich bin zu doof und weiß nicht die Taste. Entdeckung! Gehen wir an die Arbeit. Ah! Pistole. Waffe abzufeuern. Ja, sich dafür bitten. Ziel erledigt. Nachladen. Krass, dass der Sound das ein bisschen später kommt. Ist ja ganz komisch. Ich will nicht das haben, ich will... Naja. Oh, was haben wir denn hier Feines? Armee-Revolver. Nee, habe ich mehr Munition drin noch. Was geht denn hier ab? Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei! Schwingt eure Ärsche hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Da warten die so lange, ist Sandro. Na, endlich! Flüchtling erledigt. Komisch, dass das Sound erst wirklich später kommt. Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Das kann aber nicht an mir liegen. Wir sind zum Atrium unterwegs. Weil so ist die Synchronisation ja, passt ja. Das ist ja das. Krass. Straße frei. Im Hof sind noch mehr. Joa, die haben wir gleich erledigt. So, Munition. Leck mich oder deck mich? Was hat er jetzt gerade gesagt? Oben auf der Treppe. Ungewohnt, dass der Ton später kommt. Muss nachladen. Oh, so passt ja alles. Oder ist das wirklich so? Weil wie gesagt, mit dieser Synchronisation von der Stimme passt das ja alles. Oder ist es unsynchron und ich habe das jetzt irgendwie synchron geschafft. Das wäre natürlich ein Traum. So. So. Hier lose ich wenigstens nicht so ab wie bei Call of Duty. Sehr schön. War noch einer, oder? Nö. Alle tot. Oh, Scheiße. Verdammt. Weitergehen, ja. Was ist R1? Ich will da nicht drauf drücken. Die Tür ist verschlossen. Ich höre drinnen Bewegungen. Nö. Die habe ich doch. Uah. Schnell.
drin sind noch mehr Verrückte. Ja, was soll ich denn machen? Ach so. A1. Oh. Wo hast du dich denn wissen? Das ging doch viel zu schnell. Ach so. Betäubungsschuss ist das. Ach so. Ja, oh Gott. Es ist echt, oh Gott. Lizzie! Bist du okay? Verdammt! Au. Sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschaum. Rauchgranaten. Ich hab Rauchgranaten? Rauch unterwegs! Aha. Also dann, los geht's. Na, das ist doch schon mal viel besser. So, den habe ich. Auch erledigt. Den habe ich auch. Warum war da noch einer irgendwo? In der Bar. In der Bar? Oh ja. Okay, ich bin zu offen. So. Bist auch tot. Und du auch. Im Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. Sollten wir, ja. Ist hier noch Munition? Nee. Hätte das sein können. Alter, Verwalter, ist ja richtig gut. Was mich nur halt wundert, ist das wirklich so mit diesem Ton? Dass da so ein bisschen Sprache stimmt, ja. Aber, gut, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann also im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns. Bis dahin.